Ich glaube, Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Also es ist nicht umkehrbar. Wir können nicht uns auf den Standpunkt stellen, da müssen wir nicht mitmachen oder das hört schon irgendwann wieder auf oder irgendwann kommt sozusagen die Pendel-Zurückbewegung, die Retro-Bewegung und es bilden sich die kleinen elitären Schulen, die dann gar nichts mehr mit Digitalisierung zu tun haben wollen, ja, wo alle am Anfang die Handys ab. Wir sind jetzt gerade bei den Bruchstellen. So, an meiner Hochschule wird debattiert, sollen die Studierenden, soll denen erlaubt werden, mit ihren Smartphones in den Seminaren zu hantieren oder nicht? So, das sind Bruchstellen. Es wird jetzt gerade sozusagen, treibt es zu auf die Konflikte, es treibt zu auf die Debatte der Überzeugung, die Debatte auch der Lehrkompetenzen letztendlich auch, ne? Also, was können wir eigentlich als Lehrende noch handeln? Die alten Lehrmodelle geraten an ihre Grenzen vor dem Hintergrund der neuen Nutzungsgewohnheiten und Lebensgewohnheiten der Studierenden, die da kommen, so. Diese Bruchlinie wird jetzt langsam sichtbar und es passieren so Dinge, dass in einer Lehrveranstaltung im Bereich Wirtschaftsinformatik habe ich an einer Hochschule gehört, die Smartphones verboten werden und wo sich jeder fragt, wieso, aber Wirtschaftsinformatik, das muss doch irgendwas mit Digitalisierung zu tun haben, wie kann denn jetzt wie können wir da mobile Endgeräte verbieten? Aber das sind so Bruchlinien, darum geht es gerade, ne? Und das ist nicht umkehrbar. Man kann den Leuten sagen, die an diesen Bruchlinien gerade entlang klettern, sich festhalten möglicherweise, versuchen irgendwo auf dem sinkenden oder dem wankenden Grund einen sicheren Stand zu finden, man kann ihnen sagen, das hört nicht auf. Das wird so weitergehen und möglicherweise wird es noch schlimmer werden. Ich glaube, was ganz wichtig ist, immer, wenn man über Weiterentwicklung von Bildung redet, dann redet man nicht über einen technischen Prozess, so, sondern man redet über menschliche Profession. Darum geht es eigentlich. Bildungsentwicklung ist Professionsentwicklung. So. Lehrkompetenz ist zum Teil auch Persönlichkeitsentwicklung und zumindest Professionsentwicklung und damit auch Persönlichkeitsentwicklung. So. Und das heißt, wir befinden uns hier in einem sehr, sehr voraussetzungsvollen Feld. Wenn wir uns da hinstellen und sagen, wir wollen mehr Smart Teaching haben, wir wollen mehr progressive Lehrmethoden haben, mehr Digitalisierung. Das ist ein sehr, sehr voraussetzungsvolles Feld, weil es geht darum, dass wir mit Professionals über ihre Weiterprofessionalisierung reden. So, und das ist mir jetzt als Vizepräsident einer großen Hochschule jeden Tag vor Augen, dass ich mit meinen Professorinnen und Professoren, 700 haben wir davon, und wir haben über 10.000 Lehrbeauftragte, die für unsere Hochschule arbeiten, insgesamt, dass die alle einen richtig, richtig stark engagierten Job schon machen. Und dieses einfache Wort Digitalisierung und Smart Teaching bedeutet, sich hinzusetzen. Und nicht ein Programm auszurufen oder zu sagen, die Welt braucht das, da können wir alle nicht mehr vorweglaufen, also machen wir das jetzt mal, sondern sich hinzusetzen und zu sagen, es geht darum, über die Bilder davon, was ist eigentlich professionelles Lehrhandeln in dieser Welt. Darüber geht es, darüber zu reden. Und das ist ein Reden über Werte. Und das heißt, wir sind im Bereich der Kulturentwicklung in Organisationen unterwegs. Heutzutage, da kann man jetzt gegen sein oder dafür sein, kann man auch unterschiedlich ausgestalten, ist dieses Thema Handlungsfähigkeit sehr, sehr wichtig für alle Bildungsinstitutionen im Bereich Schule, Berufsbildung und Hochschule auch. Handlungsfähigkeit. Könnte sein, es geht auch viel in Richtung Employability sozusagen, ne? Also die Fähigkeit, in einer Beschäftigungswelt sich zurechtzufinden, sein Leben lang im Grunde genommen, ne? Und
Das heißt, hier geht es darum, was sind die richtigen Handlungsstrategien für mich? Und diese Handlungsstrategien in meinem Leben, mit einem bestimmten Problem umzugehen, mit einem Menschen umzugehen, mich in einer Organisation zu bewegen, mich durch mein Leben zu navigieren, alle diese Strategien, die sind uns dann erschließbar, wenn wir gut reflektieren können, wo bei den Strategien, die wir anlegen, Probleme aufkommen. Wenn wir das können, dann können wir sozusagen in so einen Reflexionsloop reingehen und können sagen, dann versuchen wir es mal anders so. Und das kann man trainieren. Und das ist, glaube ich, heutzutage die hohe Kunst von allen Bildungsinstitutionen letztendlich. Und digitale Medien in meinem sozusagen Alltag, auch als Lehrender, sehe ich eben gerne als den Ort, in dem Wissen bearbeitet wird, Wissen vermittelt wird, auch Wissensbestände zugänglich gemacht werden, beispielsweise in einem Wiki oder über ein Video oder über Texte, die recherchiert werden. So. Und dann geht es aber darum, dass man da nicht stehen bleibt, sondern und sagt, jetzt ist das Ziel erreicht, jetzt wissen wir ja, was wir wissen wollten oder sollten. Sondern dann geht es darum, jetzt eine Debatte darüber zu führen, beispielsweise eine Pro- und Contra-Debatte. Oder dass man sagt, wir haben ja verschiedene Standorte an der DHBW, also eine dualen Hochschule, und da kann man wunderbar zum Beispiel eine Studierendengruppe nehmen, die ein Essay schreibt, und einer anderen Studierendengruppe aus einem anderen Standort kann dazu ein Feedback geben und andersrum. Das kann man über Technologie sehr, sehr gut organisieren. Und dann schafft man es nach und nach mehr und mehr über diese reine Wissensvermittlung hinaus in die Bearbeitung von Wissen zu kommen, mit Wissensbeständen, und in diese Kritikfähigkeit und in die Reflexion darüber. Und das finde ich, sind die anspruchsvollsten Smart Teaching Designs eigentlich.